Hallo, schön, dass wir Sie auch heute in der Sportnews-Redaktion begrüßen dürfen. Der heutige Montag bringt diese Themen. Der FC Südtirol grüßt von der Tabellenspitze. Die Weiß-Roten haben gestern Abend in der Lega Pro am zweiten Spieltag einen 2:1-Sieg gegen Mantua gefeiert und führen nun das Klassement mit der maximalen Ausbeute von 6 Zählern an. In der Oberliga, da wurde bereits der dritte Spieltag ausgetragen. Virtus Bozen setzte sich am Samstag 1:0 gegen St. Martin dank dieses Last-Minute-Treffers von Speziale durch. Die Punkte geteilt wurden hingegen im Ahrental, aber Lekici brachte die Teldra in der 5. Minute mit diesem Eigentor in Führung, ehe Osti gleich nach der Pause mit diesem wuchtigen Schuss für den Ausgleich für Eppan sorgte. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel, aber ich glaube, wir haben den Punkt zuletzt noch verdient, aber es war ein Spiel gegen eine sehr starke Mannschaft, eine technisch sehr gute Mannschaft, also wirklich eine Mannschaft, die was viel Fußball spielt, die was schneller Leute hat. Deswegen sind wir ganz fest in Schwierigkeiten gekommen. Aber wie gesagt, unterm Strich haben wir einen Punkt verdient und für mich ist es ein gewungener Punkt gewesen. Hier noch die restlichen Ergebnisse. Alense Mezzo Corona 1:0, SSV Brixen Calcio Chiese 2:2, Lavis St. Georgen 2:1, Naturns Rotaliana ebenfalls 2:1, Tramin Mori 4:2 und Comano Pozner FC 2:1. Auch in der Landesliga wurde die dritte Runde ausgetragen. Hier teilten sich Schlern und Voran Leifers die Zähler. Die Leifer gingen nach einer halben Stunde durch Marcadella in Führung, ehe Malfortainer rund 10 Minuten vor Schluss den Ausgleich erzielte. Landeshauptmann Kompatscher freute sich jedenfalls über das Tor und den Punktgewinn seines Heimatclubs. In der ersten Halbzeit war eher wie ausgeglichen. Dann haben wir halt Tor gekriegt, bleib gegangen. Nach der zweiten Halbzeit haben wir gleich umgreifen, haben sie eine rote Karte gekriegt, ist uns gut gegangen danach. Haben wir halt voll gedrückt, Chancen haben eigentlich so gut wie einmal mehr gehabt. Ja, 1:1 passt schon da, wäre mehr, sicher mehr drin gewesen, aber können wir schon zufrieden sein. Hier alle weiteren Resultate: St. Pauls Partschins 1:0, Stegen Blose 1:4, Lana Obermais 1:5, Natz Salurm 1:1. Bozner Boden-Latsch 4:1, Passaio Milland 0:1 und Weinstraße Süd gegen Latz von Sverdings 4:0. Eine Niederlage gab es für den HCB Südtirol und zwar gestern Abend bei der Heimpremiere in der Neunebelsaison 2015 und 16. Die Foxes zogen vor 2000 Zuschauern in der Eiswelle gegen Linz mit 1:5 den kürzeren. Einen bitteren Europapokalabend erlebten die Handballer des SSV Bozen gestern Abend. Am Samstag gewannen sie das Hinspiel gegen Haukar noch mit 30:24. Durch das Rückspiel am Sonntag endete 26:20 für die Gäste aus Island, die in diesem zweiten Match das Heimteam waren und aufgrund der Auswärtstorregel die zweite Runde des EHF Cups erreichen. Seit gestern hat Südtirol eine Vize-Europameisterin im Mountainbike Downhill. Veronika Wiedmann wurde im polnischen Wisla Zweite und musste sich nur der Tschechin Jana Bartowa geschlagen geben. Ja, und zum Abschluss noch eine Meldung von einem der schönsten Bergläufe der Welt, nämlich dem Südtirol 13. Alpine Run. Den haben am Samstag der Pole Andrei Dlugosz und Antonella Confortola gewonnen. Die Sechstnerin Agnes Tschurtschenthaler wurde Zweite, Hannes Bergmann aus dem Saarental bei den Männern Dritter. Das war der spannende Wochenendrückblick hier bei Sportnews TV. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ihnen einen schönen Tag bis morgen und bleiben Sie sportlich.